Also in einer Situation, in der zwei Nationalspieler ausfallen und jemand wie Jonathan Wallace, der uns bisher einfach in hervorragender Weise getragen hat, heute einfach einen sehr schlechten Tag hatte und dann eben nicht die notwendige Unterstützung kommt, die wir eben sonst hätten, dann kann so ein Spiel, so wie es heute der Fall war, verloren gehen. Aber das ist eine Situation, mit der wir sicher noch eine ganze Weile lang, bei Steffen noch ein paar Wochen, bei Desmond sicher bis zur nächsten Saison warten müssen. Und insofern ist es einfach etwas, an das wir uns gewöhnen und mit dem wir besser umgehen lernen müssen. Ich habe vorher die Münchner Zeitung ein bisschen gelesen und da stand auch, Sie haben hier gewarnt vor dem, was hier heute auf Sie zukommt, vor der Stimmung. Sie haben in der Boulevardzeitung gesagt, da kommen 3000 verrückte Franken. Trotzdem hatte ich den Eindruck, die Mannschaft hat sich, ihre Mannschaft trotz aller Erstliga-Erfahrung, also die kennt ja so Atmosphären, trotzdem ein bisschen beeindrucken lassen. Hat der Eindruck getäuscht oder waren die Siege, abgesehen von Chemnitz, vielleicht auch zu souverän und dann in so einem engen Spiel genau auch sozusagen diese Erfahrung in engen Situationen zu haben, wie sie die Würzburger ja, wie sie es auch schon ein paar Mal hatten? Ja, also erstens war meine Bemerkung mit den Franken natürlich nur positiv gemeint. So habe ich es auch verstanden. Weil ich auch mit 6.000 Franken oder 7.000 im Rücken. Oberfranken, okay, das ist dann wieder was anderes. Und weil ich natürlich lange, lange Jahre von Dirk über Desmond, der hier gespielt hat, Robert ist Franke, Steffen auch wenn er Oberfranke ist, aber immerhin. Also insofern muss man da jetzt überhaupt nichts draus machen und da einen bösen Wind reinbringen. Also das war nur positiv gemeint. Und die Begeisterung, die Basketballbegeisterung in Würzburg ist groß. Hier waren, wenn mich nicht alles täuscht, in Regionalliga-Zeiten 2.500 Leute in der Halle. Und Basketball hatte einen hohen Stellenwert. Und insofern war klar, dass das heute ein sehr schwerer Gang werden würde. Und Sie haben recht. Ich hätte auch erwartet, dass wir gerade am Anfang besser ins Spiel kommen und sich unsere Erfahrung einfach mehr durchsetzt, als sie es dann am Ende getan hat. Wie wird die Mannschaft diese Niederlage verarbeiten? Sie sind ja, sage ich mal, erfahren genug, glaube ich, die Mannschaft auch. Das wird sie nicht auf ihrem Weg zurück umwerfen, oder? Ja, ein bisschen Erfahrung habe ich ja. Also insofern wäre es auch, das habe ich immer wieder gesagt, wenn ich danach gefragt wurde, vermessen zu glauben, dass man in dieser starken Pro A in diesem Jahr, denn dass der FC Bayern gesagt hat, wir machen das, hat ja bei anderen Vereinen auch Entwicklungen in Gang gesetzt und insofern ist es sicher die stärkste Pro A seit ihrem Bestehen. Also dass das Ziel überhaupt nicht sein darf oder sein muss, ungeschlagen da durchzumarschieren, das ist klar. Unser Ziel ist es, aufzusteigen. Und das ist natürlich durch eine Niederlage in Würzburg bei einer sehr, sehr starken Mannschaft nicht gefährdet. Da bleibt es dabei und wir werden weiter hart trainieren, uns entwickeln mit dieser jetzt neu aufgestellten Mannschaft. Und das wird werden, da bin ich ganz sicher. Dann sage ich ganz herzlichen Dank an den